Ja, liebe Zuschauer, guten Abend, herzlich willkommen hier in Dusslingen im Kreis Tübingen. 50 Jahre Mitgliedschaft in der SPD, für wahr ein würdiger Anlass, eine wichtige Politikerin und renommierte Juristin zu besuchen. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf unser Gespräch mit Frau Hertha Döblek-Mehlin. Herzlich willkommen hier zu Hause. Ja, grüß Gott. Wenn Sie erlauben, fangen wir ein bisschen biografisch an, aber zunächst nochmal herzlichen Glückwunsch zu dieser 50 Jahre Mitgliedschaft SPD. Prägnant gefragt, was bedeutet das für Sie, das Jubiläum? Es bedeutet für mich, dass die Zeit viel schneller vergeht, als man glaubt. Nein, ich bin 1964 eingetreten und dann hat es eine Weile gedauert, bis das dann sozusagen rechtsgültig wurde. Aber der Grund war, dass es, und das habe ich mir damals natürlich als junger Mensch noch gar nicht so überlegt, aber es hat sich als ausgesprochen wichtig herausgestellt und ist jetzt in unserer Zeit der Europäisierung und Globalisierung immer wichtiger, dass wir eine Gesellschaft wollen, damit wollte ich mitarbeiten, die inklusiv ist, also niemand ausgrenzt, die fair und einigermaßen gerecht ist und die in Frieden miteinander leben kann. Und das sind die Grundwerte der Sozialdemokratie, deswegen bin ich da rein. Frage jetzt ein bisschen biografisch. Was mich überrascht hat, weil ich Sie als Musterschwäbin gespeichert hatte, Sie sind in Bratislava in der Slowakei geboren. Wie ist das passiert? Ja, noch. Also da hättet ihr eigentlich eher meine Eltern fragen müssen. Nein, ich bin ja ein Kriegskind und mein Vater war damals in der Slowakei. Und deswegen sind eine meiner Geschwister und ich in der Slowakei geboren. Mein älterer Bruder ist in Deutschland geboren und meine jüngste Schwester ist dann auch wieder in Deutschland geboren. Und wie und in welchem Alter dann nach Tübingen gekommen? Ja, ich glaube mit 2. Ach so. Ja. Aber nicht direkt nach Tübingen, sondern wir haben ja da, weil mein Vater in Gefangenschaft war, das ist ja bekannt, und meine Mutter mit 4 kleinen Kindern dann eine Unterkunft suchte, die ist als Flüchtling eingewiesen worden bei einer Familie Meier in Endringen. Und da bin ich in die Schule gekommen und wir sind erst 1948 nach Tübingen gezogen und ich bin in Endringen noch in die Schule gegangen zum Lehrer Schneck, ein hinreisender Mensch. Aber Sie haben ein Abitur gemacht, wohin Sie gemacht? Am Wildermuth-Gymnasium? Am Wildermuth, ja. Ja, das war eigentlich damals normal, weil da waren die Mädchen, da waren wir ja noch getrennt. Nein, das war bei mir schon ein bisschen komplizierter. Ja. Ich bin erst ins Uhland-Gymnasium gekommen, okay. Aber dann ist ja mein Vater ins Wirtschaftsministerium des Vereinigten Südweststaats nach Stuttgart gegangen. Also war ich im Katharinenstift in Stuttgart. Und dann, als ich zurückkam, haben meine Eltern gemeint, es sei wahrscheinlich gescheit, ich täte jetzt nicht noch mal 3 Jahre Latein nachlernen, sondern lieber 3 Jahre Französisch und Englisch. Und auf diese Weise habe ich dann doch eine ganze Menge an Sprachen gelernt. Das hat mir gut getan. Ich fühle mich auch meiner alten Schule sehr verbunden. Sie wissen ja, ich habe 4 Jahre lang den Förderverein des Wildermuth-Gymnasiums geleitet und dort auch einen Elisabeth-Käsemann-Preis für vorbildliches Sozialverhalten da ins Leben gerufen. Solche Sachen, das verbindet. Jetzt haben Sie dann studiert, ein bisschen von der Frau, für die damalige Zeit, denke ich eher, waren das wenige, die das gemacht haben. Jura und Politik, warum die Kombination? Weil es mich interessiert hat. Okay. Na, ich habe auch noch Geschichte dazu studiert. Nein, das hat mich sehr interessiert, aber Sie haben natürlich völlig recht. Als ich mit Jura angefangen habe, waren wir unter 10% Frauen. Mhm. Heute sind es mehr als, ja, ich glaube, an die 60%, und das ist ja auch vernünftig. Dann sind Sie natürlich, und da haben Sie vorher schon drauf abgehoben, sehr früh in die SPD eingetreten, knapp 20-jährig sozusagen. Nein, so war es nicht. Sondern ich bin, damals waren wir mit 21 volljährig, und okay, an diesem Tag habe ich 2 wesentliche Entscheidungen getroffen. Ja. Zum einen habe ich mir ein eigenes Zimmer gesucht und nicht mehr in Berlin bei Freunden meiner Eltern gewohnt, was ich vorher musste. Mhm. Und zum zweiten bin ich in ein Büro der SPD gegangen und gesagt, so, und jetzt will ich bei euch Mitglied werden. Mhm. Ich sage Ihnen auch gleich, warum das jetzt gerade in Berlin so war. Und dann haben die gesagt, ach was, Studenten wollen wir eigentlich nicht so gern. Und deswegen haben sie mich ja 3 Vierteljahr lang warten lassen, also von August 1964 bis im Frühjahr 1965. Da bin ich dann noch mal hin und habe gesagt, also ihr Lieben, entweder ich werde jetzt Mitglied oder nie wieder. Und das hat Ihnen offensichtlich eingeleuchtet. Nein, ich bin ja nach Berlin gegangen, einfach deshalb, weil mein Vater war ja in Tübingen, wie Sie wissen, lange Zeit Oberbürgermeister. Und der wusste immer schon am Mittagessen, mit wem ich am Abend ausging. Das war mir dann etwas zu viel. Und ich war meinen Eltern sehr dankbar, dass ich dann in Berlin, wo ich mich an der Freien Universität beworben hatte,
dass ich da studieren konnte, ist ja auch mit einer erheblichen Ausgabe verbunden, wie man weiß. Und ich bin nach Berlin gegangen, weil das eine selbstverwaltete Universität war. Da dachte ich eigentlich, da könnte ich mitarbeiten und bin dann auch sofort in den ASTA spaziert und gesagt, hier bin ich, was kann ich tun? Die haben mich dann auch gleich eingesetzt. Und das Interessante war, von dieser selbstverwalteten Universität, da gab es ein Direktorium und der Vorsitzende war der damalige regierende Bürgermeister Willy Brandt. Mhm. Dessen Art Politik zu machen, hat mir ungeheuer eingeleuchtet. Und das hat natürlich noch dazu beigetragen, dass ich mich dann in diesem Alter für einen Parteieintritt entschieden habe. Schöner Übergang, wir kommen zur Geschichte der SPD, natürlich ohne das jetzt da bis ins Detail, die Partei ist über 150 Jahre alt, Arbeiterbewegung und dann natürlich ja, stolzes Datum als einzige Partei, als einzige gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt. So, und Sie haben es angesprochen, dann kam die große Ära mit Willy Brandt. Ostpolitik ist klar, aber was hat ihn menschlich oder so als Persönlichkeit so faszinierend gemacht für Sie? Also das war die Art, Politik zu machen. Wissen Sie, Sie haben jetzt gerade die Ostpolitik erwähnt. Man muss das wissen. Damals war Berlin eine total gespaltene Stadt. Und Willy Brandt hat immer die Vision eines friedlichen, miteinander lebenden Volkes in Deutschland, in Europa und die Überwindung des Kalten Kriegs damit verbunden, dass endlich die Familien in Berlin wieder miteinander leben und miteinander feiern können. Das heißt, er hat immer sehr genau geguckt, was ist Tagespolitik und was bringt das, was ich politisch mache und will den Menschen und wo ist denn eigentlich der Leitstern, wohin ich will. Diese Verbindung zwischen, sagen wir mal, Fahrrinne und Leitstern, das hat mich sehr stark geprägt, diese Art Politik zu machen. Nicht abgehoben zu sein, sondern das mit dem zu verbinden, was für das Alltagsleben der Menschen nützlich ist. Das fand ich sehr vorbildlich und deswegen habe ich mich da auch sehr dafür interessiert. Also es war auch die Hochzeit der SPD. 45,8% ist das bis heute höchste Ergebnis. Und da sind Sie ja dann sozusagen als 29-jährige Mutter in den Bundestag eingezogen. Ja, no, ganz so war es auch nicht, sondern das hat mich natürlich auf der Ostalb, die suchten für einen Wahlkreis, der von der SPD nicht besetzt war. Für einen Bundestagsabgeordneten haben sich 5 beworben und ich war im 8. Monat und habe 4 elegant überwunden. Gell? Und dann ist meine Tochter geboren. Aber das war natürlich auch deswegen der Fall, weil ja, Sie wissen, die CDU wollte Willy Brandt absetzen und hat damals versucht, ihn zu stürzen. Das ist schief gegangen, aber danach wurde dann der Bundestag aufgelöst. Sonst wäre erst 73 gewählt worden und nicht 72. Nach Brandt folgte der vor wenigen Tagen verstorbene und hochgeschätzte Helmut Schmid. Kann man eigentlich sagen, dass der so richtig populär und wichtig geworden ist, erst nachdem er nicht mehr Politiker war? Das kann man nicht so direkt sagen, sondern er war schon sehr populär. Aber er hat eben eine ganz andere SPD verkörpert als Willy Brandt. Und solange die zusammenhält, ist es ja auch gut, soweit sie das tut. Und wie war das dann? Das war ja dann doch ein großer Unterschied. Brandt, Schmidt, so lange Oppositionszeit, klar, Kohl-Ära und jetzt kommt Schröder. Und da sitzen Sie sogar im Kabinett. War Schröder für Sie ein toller Kanzler oder war das überhaupt ein SPD-Genosse? Also was ich an Schröder sehr bewundert habe eigentlich immer war, und das muss man sich einfach einmal vorstellen, wie er sich selber ohne Vater, mit einer Mutter, die quasi überhaupt kein Geld hatte und als Ältester in einer Familie, für die er quasi mitsorgen musste, wie er sich da hochgearbeitet hat. Das finde ich klasse und das wäre natürlich ohne die SPD auch nie gegangen. Weil wenn Sie sich daran erinnern, als ich anfing zu studieren, da gab es quasi keine Stipendien für Kinder aus Familien, die die das einfach nicht bezahlen konnten und man musste auch noch Studiengebühren bezahlen. Das war dann erst eine der Verdienste, der Aufbruch, die Bildungspolitik, die einfach Einbeziehung ganzer Bevölkerungskreise, das war eines der großen Verdienste von Brandt und Heinemann. Ich habe mit Schröder eine Menge gemeinsam gehabt, aber auch, wie Sie wissen, viel Unterschiede und viel Krach. War das der Basta-Mensch im Kabinett? Bitte? War das dieser Basta-Mensch, der einfach dominant alles entschied? Ja, nein, ich glaube, zu seinen Nachteilen gehörte und gehört, dass er zu viel auf Schmeichler gesetzt hat und zu wenig auf Leute, die diskutieren wollen.
und die der Meinung waren, gerade aus der Diskussion entwickelt sich, ich meine, wir sind ja eine Generation, entwickelt sich dann das, was man als gemeinsame Linie betrachten kann. Der größte Erfolg Ihrer Zeit als Justizministerin, kann man sagen, ist das die Gesetzesreform, die weit Ihrer Zeit voraus war, diese Reform zur gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft. Ja, wir haben jetzt sehr viel mehr gemacht. Das war eine gesellschaftspolitisch wichtige Frage, aber gerade auch jetzt mal für freiberufliche Künstler und Kreative, der Einstieg ins Urhebervertragsrecht, das jetzt ja Gott sei Dank weitergeht, nachdem, ich darf das sagen, die Verleger eine vernünftige, vollständige Lösung 2002 blockiert haben, aber auch zum Beispiel die Modernisierung des bürgerlichen Gesetzbuchs gerade das und viele andere Dinge, gerade auch häusliche Gewalt und ähnliche Sachen, die haben wir damals schon gemacht, das war gut. Wie hat sich das Scheitern, das ja auch in Ihrem Leben gibt, wie hat sich das auf Sie und Ihre Persönlichkeit prägend ausgewirkt? Ich denke, Sie sind nicht die Bundestagsfraktionsvorsitzende geworden und später hat auch irgendwie der Herr Schäuble oder wer auch immer verhindert, dass Sie Vizepräsidentin vom Bundesverfassungsgericht waren. Wie sind Sie damit umgegangen? Hat Sie das stärker gemacht? Ja, es hat mich erst einmal furchtbar geärgert, zumal ich ja der Auffassung bin, dass Schäuble mit seiner Politik eher ein Unglück für unser Land ist. Ich kann das immer auch noch gerne. Ja. Mhm. Auch jetzt gerade wieder in der Zeit der Flüchtlinge. Jetzt geht er anstelle, dass denen, die hauptamtlich als Verwaltungsleute oder als Ehrenamtliche sich darum bemühen, praktisch Probleme im Alltag zu lösen, geht er her und wirft wieder mal die Frage Bundeswehr im Innern in die Diskussion. Das ist typisch Schäuble. Gell? Und ich hatte ja lange mit ihm zu tun und schätze ihn deswegen gar nicht. Nein, ich meine, er schätzt mich auch nicht und dass er mich da verhindert hat, das ist Politik. Gell? Nein, ich habe mich furchtbar darüber geärgert damals, aber das Leben geht weiter und ich war dann immer der Auffassung, es geht schon wieder ein Fenster auf und das ist auch in meinem Leben so gewesen. Ich habe also sehr viel eigentlich noch interessantere, noch wichtigere Dinge zu tun gehabt, auch jetzt, wenn ich im Ausland sehr viel unterwegs bin und auch, wie Sie wissen ja, als Tarifschlichterin oder auch Einigungsstellen, Verantwortliche da Sachen mache, das ist wichtig und das ist auch Politik, es ist nicht Parteipolitik. Aber wie gesagt, unsere Gesellschaft besteht ja nicht nur aus Parteipolitik. Sie sind Schäuble angesprochen und Sie sind Flüchtlinge angesprochen, damit sind wir schon mitten in der aktuellen Politik. Die SPD heute, da können wir vielleicht noch auch einen Schlenker machen, vielleicht bevor wir zur aktuellen Politik kommen. Es fehlt ja heute ein bisschen das Profil, kann man oft lesen, es fehlt charismatische Leute wie Brandt oder so und es fehlt solche mit Ecken und Kanten wie Wehner, Eppler und natürlich auch Dolberg-Mehlin. Was kann die SPD tun, um einen Tipp von Ihnen zu kriegen, um mal wieder aus diesem dümpelnden Mitte-20%-Bereich rauszukommen? Ja, nachdenken, dass es sich da profilieren muss, wo es tatsächlich heute hebt. Und das sind drei Dinge, die ich sehe. Schauen Sie, der Europäisierungsprozess ist ja Nummer eins. Da können wir jetzt feststellen, dass immer mehr Leute eigentlich diese strahlende Vision eines gemeinsamen Europas nicht mehr haben. Warum? Weil sie sehen, dass das immer mehr durch Bürokratien und Regierungen und Wirtschaftslobbyisten verwaltet wird, anstelle die Repräsentanz, die Vertretung der Bevölkerung im Europäischen Parlament zu stärken. Das ist einer der Punkte, die der Vorsitzende des Parlaments, also Martin Schulz, verstanden hat. Aber seine Unterstützung durch die SPD könnte stärker sein. Zweiter Punkt ist Klimawandel und Energie. Da ist es eines der Markenzeichen der SPD, das ich im Moment jetzt nicht so stark ausgeprägt sehe, wie ich es gerne hätte, dass man die Probleme mit dem, was man will, verbindet. Also klarer Umstieg auf erneuerbare Energien, aber gleichzeitig gucken, was bringt es für die Verbraucher im Alltag und wo sind die Arbeitsplätze. Diese drei Dinge zusammenzuknüpfen ist es. Und dann haben Sie natürlich in der Frage des friedlichen Zusammenlebens und der Globalisierung, hat die SPD mit ihren Markenzeichen einer friedlichen Gesellschaft mit weniger Waffen sehr viel zu tun. Das sehe ich jetzt gerade, ich komme gerade aus Mali und Marokko zurück. Mit Waffen und mit Armeen können Sie viel weniger bewirken als mit dem Aufbau
von Institutionen. Und da möchte ich gern meine SPD ein bisschen stärker sehen. Jetzt kommen natürlich auch Flüchtlinge und Terroranschläge und alles, aber das passt inhaltlich ganz gut. Dass es häufig daran fehlt, dass man so eine militärische Aktion macht, von mir aus eine Invasion, auch wenn es gegen IS ist, und dann hat man anschließend keinen Plan, was macht man, wenn das weg ist. Das war im Irak so, und der Westen hat auch jetzt keinen Plan in Syrien, aber der Putin hat einen. Ja, bin nicht sicher, aber das wird sich noch zeigen. Aber in einem Punkt gebe ich Ihnen völlig recht. Es ist nur natürlich so, und wir leben ja in einer Mediengesellschaft, für einen Militärschlag, der einmal anfängt, und da kann man sagen, ist gelungen, und dann hört er wieder auf, kriegen Sie in der Politik sehr viel schneller Unterstützung und Geld, als dann, wenn es um den Aufbau oder den Wiederaufbau um Institutionen geht. Da haben Sie keine Sensation. Das ist nichts, wo man dann mit sehr vielen Bildern arbeiten kann. Und das ist sehr viel langwieriger, plus sehr viel nachhaltiger. Und noch einmal auf die Rüstung zurückzukommen. Schauen Sie, wir haben, und zwar, das war nun beileibe nicht Sozialdemokraten, aber ich möchte eben gerne, dass Sie sich da noch ein bisschen stärker in die richtige Richtung profilieren, Länder wie im Golf oder Saudi-Arabien oder andere mit Waffen versorgt. Das kriegen wir jetzt alles als Flüchtlinge zurück. Das ist so. Stichwort, was läuft falsch in der Flüchtlingspolitik? Man sagt, Europa versagt, Deutschland zerbricht möglicherweise. Was die Menschen vielleicht am meisten mit Angst befrachtet, ist nicht die Masse der Flüchtlinge, vielleicht sogar die ehrenamtliche Hilfsbereitschaft, ist ja Wahnsinn, aber die Hilflosigkeit der Politiker. Nein, das ist die Hilflosigkeit eigentlich nicht, obwohl ich fange jetzt mal damit an. Was mich zurzeit stört, ist, gell, jeder vernünftige Mensch würde das tun, was Sie heute vielfach auf der Kreisebene oder in Städten sehen, würde eine Taskforce bilden, würde sagen, jetzt brauchen wir dafür Leute, die das gelernt haben vom Roten Kreuz zum Beispiel oder vom THW oder von anderen großen Organisationen staatlicher oder nicht staatlicher Art, und die geben jetzt mal zentral vor, was sein muss an Bauten, an Geld, an Lehrern, an Polizeibeamten und so weiter und so weiter. Und zwar gäbe das verbindlich vor, in unserem Land, das ja aus 16 Einzelstaaten besteht, das kann man machen in einer solchen Situation. Das passiert mir zu wenig. Und deswegen gibt es unglaublich viele gute einzelne Flecken, aber Sie haben dann natürlich auch immer solche Beispiele, dass in einem kleineren Dorf mit 1000 Einwohnern eine Riesenhalle aufblasbar hingestellt wird, mitten auf der grünen Wiese, und da sollen dann 400, 500 Flüchtlinge rein, ohne Verkehrsanbindung, ohne Schule, ohne Läden, ohne Polizeistation, ohne weitere Infrastruktur. Und das spricht sich dann relativ schnell rum, und das bringt dann die Angst bei der Bevölkerung rein, die man nicht brauchen kann. Und da haben Sie natürlich noch solche Hetzköpfe wie den Czarnke, gell, der ja gerade auch jetzt im Kreis Tübingen sein Unwesen getrieben hat, der dann die Leute weiter aufbringt. Das ist falsch, und anstelle jetzt zu sagen, ich habe Recht gehabt als Politiker oder das muss jetzt nur sein oder Bundeswehr im Inneren einsetzen oder Obergrenzen, absolut, gell? Das muss Europa machen, das kann Deutschland nicht alleine machen, sollten Sie sich auf diese praktischen Dinge konzentrieren. Das ist das, was ich auch vorher meinte mit Willy Brandt, Leitstern sehen und Tagespolitik ganz klar im Auge haben. Frau Hatter-Teubig-Mehlen, die Sprachregelung ist auch das, was sehr häufig diese Politikverdrossenheit nach sich zieht. Da streitet man sich um Transitzone, aber dann findet man einfach eine Lösung, indem man das als Registrierungszentren umbenennt. Oder man spricht nicht mehr von Obergrenze für Zuwanderung, weil das auch furchtbar problematisch ist. Aber man einigt sich dann blitzschnell auf das Wort Kontingente, und da ist seit ein paar Tagen jeder dafür. Ist das vielleicht auch ein Punkt, dass man einfach sagt, ja, das sind eigentlich nicht die richtigen Probleme. Die Leute haben häufig das Problem, hat mir neulich jemand gesagt, mich sehr gewundert, man hat richtig Angst, was auszusprechen. Sie sehen, wie es im Herr Palmer gegangen ist, der nur gesagt hat, man müsste vielleicht auch mal über die soziale Verträglichkeit nachdenken. Das muss doch noch erlaubt sein. Das ist auch alles erlaubt. Also ich glaube, in unserer Mediengesellschaft quatscht jeder. Und die Leute, die sagen, man dürft bestimmte Dinge nicht sagen, Entschuldigung, das sind in aller Regel Heuchler. Die haben die Absicht, irgendwie auf Flüchtlingen rumzutrampeln und wissen in ihrem Inneren ganz gut, dass das höchst unanständig ist. Weil das sind ja Leute, die sich nicht wehren können. Und das sind Leute, die vor den Terroristen davonlaufen. Und die Tatsache, dass man heute weiß, dass diese Terroristen auch Pässe fälschen, gell,
Das ist ja was völlig anderes. Auch die Tatsache, dass man die Außengrenzen der Europäischen Union wieder dicht machen muss, wenn sie das jemals waren, das ist auch so. Es ist nur nicht ganz so leicht. Jetzt will ich Ihnen noch mal was sagen. Diese Rumquatscherei, auch von Politikern, kommt natürlich mit daher, dass wir in Berlin unendlich viele Reporter haben, die geradezu darauf warten, dass einer was sagt, was man dann als Skandal hochpushen kann, weil sie das ja aus eigener Erfahrung wissen. Ein Skandal verkauft sich als Nachricht, aber nicht die Tatsache, dass jemand ordentlich bei der Bewältigung von Problemen mitarbeitet. Das ist so diese unglückselige Verquickung von Politik und Medienwelt, die wir haben. Das muss man immer in Rechnung ziehen. Also ich mache diese Politikbeschimpferei, so kritisch ich bin, eigentlich gar nicht mit, sondern da soll sich jeder an seiner eigenen Nase fassen. Jetzt aber zu der Frage der Kontingente. Wissen Sie, wenn die Europäische Union die Außengrenzen kontrollierbar hat, und das ist ja einer der Punkte, wo jetzt wirklich dringend dran gearbeitet werden muss, dann kann man sich auch über die Verteilung der Zahl, kann man sich dann Gedanken machen und das kann man dann auch als Kontingent bezeichnen und von Jahr zu Jahr festlegen. Und selbstverständlich gibt es eine gefühlte Grenze, wo es den Leuten auch ganz praktisch zu viel wird. Bloß, Entschuldigung, ob ich jetzt Reutlingen nehme oder ob ich Tübingen oder ob ich Dusslingen nehme, es ist einfach jeder, der, oder auch jetzt in Oeschingen, wo dieser Wutprediger da aufgetaucht ist, gell, jeder, der mir sagt, das wäre dort so viel, der lügt doch. Das wissen Sie doch auch, dass das so ist. Es ist schwierig und ich bewundere die Leute, die dort mithelfen, ob das jetzt vom Landratsamt ist oder von den ehrenamtlichen Asylkreisen. Und ich weiß, wer da alles mitarbeitet. Das finde ich toll. Und die Leute gehören viel mehr gezeigt und nicht so die blöden Typen, die da immer auf Skandale oder auf die eigene Profilierung aus sind. Jetzt natürlich, Sie haben es vorher auch schon angesprochen, neue Dimension, die Flüchtlingskrise sind nicht erleichtert, überhaupt nichts erleichtert, sind diese Terroranschläge. Die haben immer schon die Welt verändert. 9/11 war das was, man hat dann riesige Gesetze gemacht. Jetzt haben wir natürlich die Anschläge in Paris, die sind Juristin. Das Erste, was man immer ruft, ist schärfere Gesetze. Worum geht es eigentlich? Es geht eigentlich um die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit, wie Sie Aber jetzt erziehen. lassen Sie uns bitte nicht vergessen, diese Flüchtlinge laufen genau vor dem gleichen Terror davon. Die sind nicht Teil des Terrors, sondern das sind Opfer des Terrors. Und deswegen brauchen sie unsere Hilfe. Das heißt jetzt nicht, dass wenn in Syrien, was ja hoffentlich irgendwann einmal durch die Zusammenarbeit auch der Großmächte gelingen wird, die Situation wieder besser wird, dass nicht ein ganz großer Teil der Leute wieder dorthin geht. Das wollen die zum großen Teil auch. Ich rede ja auch viel mit Familien. Die wollen wieder zurück, sondern die suchen jetzt Schutz. Und wenn Sie es in Stuttgart auf dem Bahnhof sehen, wenn da eine Gruppe von ganz im Gesicht grau aussehenden Müttern mit kleinen Säuglingen kommt, dann zu sehen, was da so Hass- und Hetzprediger machen, das bringt mich richtig in Wut. Und ich glaube auch jeden anständigen anderen Menschen. Terroranschläge, was Ja, macht man? die Freiheit und also die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit, das ist jetzt genau das. Das gucken Sie anders als vor jetzt 14 Jahren, 2001, kann man nur wirklich nicht sagen, dass der Staat bei uns nicht über die Instrumente verfügt, die er braucht. Jetzt geht es darum, die ganz gezielt einzusetzen. Und zwar so gezielt, dass nicht Missbrauch entsteht. Das heißt, Sie müssen es auch kontrollieren, weil sonst haben Sie das Vertrauen der Bevölkerung in die staatlichen Organe, die das machen müssen und zum großen Teil bei uns auch sehr, sehr gut machen, dann haben Sie das Vertrauen nicht. Aber was kann man jetzt tun? Ich meine, wenn man die Sicherheit zu hoch schraubt, dann limitiert es sozusagen auch die Freiheit des Einzelnen. Nein, Andererseits schauen wird Sie, man. das passiert doch alles schon. Sie können helfen. Jeder Einzelne kann die Augen offen lassen. Das ist ja auch einer der Dinge, die gut sind. Denken Sie dran an diese hessische Verkäuferin in einem Baumarkt, gell, der aufgefallen ist, dass da Leute in einem außergewöhnlich großen Gebinde Materialei gekauft haben und die das einem Polizisten gesagt hat, zu dem sie Vertrauen hat. Um solche Sachen geht's. Helfen und die Augen offen halten und sich im Übrigen nicht von seinem ganz normalen Alltag abbringen lassen. Das heißt, ins Konzert gehen, zum Sport gehen, in Sportveranstaltungen gehen, weil die Angst,
Die ist so lange gut, als es einen dazu bringt, die Augen offen zu halten. Sie ist aber nicht gut, wenn man sich gegen andere aufbringen lässt. Aber die martialische Sprachregelung, der Hollande spricht fast vom Bündnisfall, Stichwort Krieg. Ich habe gelesen, dieser Terror ist praktisch nichts anderes als ein Krieg gegen die Art und Weise, wie wir leben, unsere Lebensweise, unsere Kultur. Wie sehen Sie das? Ja, das sind erstens einmal Kriminelle. Gell? Und zwar Kriminelle, die sich leider Gottes, weil auch, darf man ja ruhig sagen, sie auch hochgefüttert worden sind, von Ländern, über die wir jetzt im Moment nicht reden, und mit Waffen versorgen, die jetzt sehr viel Geld haben und die sich die Religion, nämlich eine bestimmte Form des Islam, als Vorwand angeschafft haben, um da junge Leute, die so blöd sind, dorthin zu gehen, um die quasi zu ihren Helfern zu machen. Und sie haben in jedem Land, haben sie, wenn sie die Bedingungen dafür schaffen, Leute, die andere umbringen wollen. Und die versammeln sich dort, das sind aber Kriminelle und das sind Leute, wo man das Wort Krieg meiner Ansicht nach nicht benutzen sollte, sondern mit den Möglichkeiten, die heute der Staat oder die Staaten in Europa oder auch eine Kooperation der anderen hat, muss man die bekämpfen mit den Maßnahmen, die man nutzen kann. Und jetzt noch einmal zwei Dinge. Ich fand es gut, dass die europäischen Justiz- und Innenminister gesagt haben, wir gehen jetzt endlich mal auch bei uns gegen die Verbreitung der Waffen vor. Ganz wichtig, war nie möglich wegen der Lobby bei uns auch, muss man mal sehr deutlich sagen. Und das Zweite, was sie gesagt haben, ist, wir gucken, wer finanziert diese Burschen eigentlich und wer kauft ihnen das Öl ab, das sie da im Irak so gewinnbringend erbeuten, und dass man gegen die Leute vorgeht, das trifft. Aber schon eine Frage bleibt noch zum Schluss vielleicht. Wie sehen Sie das, dass so junge Menschen, die ja zum Teil ja auf uns kommen und rekrutiert werden, dass die den frei gewählten Tod attraktiver finden als ein Leben in Freiheit? Wie kann man das erklären? Was kann man dagegen tun? Weil sie halt nicht wissen, was da auf sie zukommt. Ich meine, schauen Sie, wenn Sie heute mit sogenannten Rückkehrern reden, da können Sie ja heute, das sagt Ihnen, die Gruppe von Sicherheitsbeamten, die mit den Leuten reden, weil das ist ja bei uns strafbar, dorthin zu gehen und zu kämpfen. Deswegen hat man die zurückkommen, die hat man dann auch. Da sagen Ihnen eine ganze Menge, diese Form von grauenvoller, krimineller Bandentätigkeit, die die dort machen, und das Umbringen von Menschen, das hätten sie sich so nicht vorgestellt. Mhm. Es gibt auch andere. Und gegen die muss man vorgehen. Aber die haben sie halt auch leider Gottes schon immer gehabt. Denken Sie an den 30-jährigen Krieg bei uns. Das war genauso und hat die Hälfte der Bevölkerung in Europa ausgerottet. Am Schluss vielleicht doch noch was Positives. Es ist nicht nur wegen Weihnachten, sondern allgemein. Sie haben zwei Wünsche frei. Einen als Politikerin und einen als Juristin. Was würden Sie sich wünschen? Also zunächst fange ich an. Erstens wünsche ich mir, dass meine Gesundheit so weitergeht, dass ich meine Beratungstätigkeit auch im In- und Ausland weitermachen kann. Das ist das eine. Als Juristin wünsche ich mir, dass der Gedanke, dass eine Maßnahme zur Bekämpfung von Terror und Kriminellen geeignet, rechtmäßig und verhältnismäßig sein muss, auch bei den Politikern wie Herr Schäuble und anderen Profilneurotikern, sich da durchsetzt. Und als Politikerin wünsche ich mir, dass die SPD, der ich ja angehöre, dass die ihre Vorstellung, ihre Vision von einer gerechten Gesellschaft noch ein bisschen deutlicher und stärker auch mit den jetzigen Problemen verbindet. Frau Däubig-Mehlin, herzlichen Dank. Danke Ihnen auch. Liebe Zuschauer, vielleicht am Schluss, ohne den Anspruch zu erheben, dass es das optimal zusammenfasst, aber vielleicht noch ein Zitat an die Hand lege, das von John F. Kennedy stammt. Frage nicht, was das Land für dich tun kann, sondern frage, was du für das Land tun kannst. Ich danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.